Die Ärzte haben ein neues Musikvideo rausgemeldet. Ui, ui, ui. Ja, dieses Lied ist aber eigentlich schon ein bisschen älter. Das ist, glaube ich, schon 2021 oder sowas rausgekommen, aber irgendwie noch nicht so richtig als Musikvideo und wurde noch nie so richtig beworben. Aber jetzt ist es da. Ja, und natürlich wurde das Ganze auch von gewissen Zeitungen beworben, unter anderem hier von Berliner Zeitung. Dein Kreuz gegen Hakenkreuze. Ärzte-Song soll zum Wählen aufrufen. Ui, ui, ui. Farin Urlaub, Bela B. und Rod González sind für ihre politischen Texte bekannt. Vor der Europawahl im Juli veröffentlicht die Berliner Band nun eine Single als Aufruf zur Wahl. Ja, die Leute, die sich über das System aufregen, sind dann aber dafür da, um Leute zum Wählen zu bringen. Ui, das ist Punkrock, ja, das ist Punk. Genauso muss das sein, gegen das System zum Wählen aufrufen. Das hört sich ja schon mal sehr gut an. Also vielen Dank, lieben Dank dafür. Ja, was ich auch noch zeigen möchte, diese Band hat dann, oder für dieses Lied hat dann sehr viel Aufmerksamkeit bekommen von den ganzen richtig tollen Zeitungen, hier unter anderem Welt, wie ihr gerade gesehen habt, Berliner Zeitung, Spiegel und so weiter. Also sehr viele große Medien haben dafür geworben, unter anderem natürlich auch die Öffentlich-Rechtlichen, hier ZDF und SWR 3. Ja, ich habe aber gestern dann auch mal nachgeschaut, nachdem dieser Song so viel Werbung bekommen hat, wie viel Aufrufe dieser Song nach 12 Stunden hatte. Und nachdem der Song durch alle Medien ging und von allen tollen Medien beworben wurde, hatte dieser Song 81.000 Aufrufe nach 12 Stunden. Hat sich sehr gelohnt, vielen lieben Dank dafür. Ich habe keine Ahnung, wie viel das Ganze jetzt hat, aber ja, scheint sehr beliebt zu sein. Und ihr müsst bedenken, die Ärzte sind eine der, ich würde sagen, bekanntesten Bands in Deutschland. Plus so viel Werbung und Aufmerksamkeit durch Medien, ja, super Sache. Ne? Ja, aber was genau passiert in diesem Video? Wie ihr wisst oder wie ihr wahrscheinlich wissen könntet, kann ich euch dieses Lied hier nicht abspielen wegen DMCA. Dementsprechend habe ich nun einige Screenshots aus diesem Video gemacht und hier eingefügt, die ich euch dann zeige, peu à peu. Und ich habe den Text hier vorliegen. Das heißt, ich werde euch einfach mal das Ganze in wunderschön hier präsentieren. Ne? Ja, das Ganze ist ein AI-Video oder ein KI-Video, was komplett von einer künstlichen Intelligenz dann erstellt wurde scheinbar. Und es beginnt damit, dass es so ein bisschen Gitarrengeklimper gibt, so ein bisschen Intro-Musik. Und man sieht ein UFO, das auf die Erde zufliegt. Ui, 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 das ist ja schon sehr interessant. Ja, dann geht es immer weiter nach unten und man sieht dann plötzlich Fischers Leute im antiken Griechenland da rumfischen. Ja, wir wissen ja alle, dass Fischer im antiken Griechenland auf jeden Fall schon rote Baseballcaps hatten, aber naja. Ja, dann setzt der Gesang ein und man sieht während der Gesang einsetzt hier, wahrscheinlich soll das Farin Urlaub sein und es wird gesagt, sie ist vielleicht die mächtigste Idee der Galaxie, geboren in Griechenland. Ja, ich weiß jetzt nicht ganz genau, was er sein soll, wahrscheinlich soll er dann Solon darstellen, Solon soll ja der erste Typ sein, der für ein bisschen Demokratie in Griechenland gesorgt hat. Keine Ahnung, würde jetzt einfach mal so interpretieren, dass das vielleicht Solon sein soll. Aber wunderschön, dass sich Farin Urlaub als der Typ dann sieht. Tolle Sache. Ja, dann kommt als nächstes eine Einstellung von einem sehr wahrscheinlichen Diktator. Und der Text sagt, Millionen gibt sie Hoffnung. Diktatoren fürchten sie. Der Grund liegt auf der Hand. Ui, ui, ui. Ja, ich gehe davon aus, eventuell, dass das hier geschichtlich gesehen Alexander der Große sein könnte, weil Alexander der Große soll dann wohl die Demokratie in Griechenland mehr oder weniger abgeschafft haben und dann dort eine Diktatur eingeführt haben. Also schätze ich es einfach mal, ob das so ist. Keine Ahnung. Ich meine, was sie sich dabei gedacht haben, weiß ich jetzt nicht. Aber das wäre jetzt geschichtlich ungefähr so dann eingeordnet. Ja, dann wird weiter gesungen. Doch es gibt sie nicht geschenkt und einfach ist sie nie. Sie wird überall bedrängt. Oh, ja, das ist wunderschön. Denn
Farin Urlaub ist dann plötzlich selbst ein Politiker. Schätzungsweise sieht hier auf jeden Fall so ein bisschen amerikanisch aus, keine Ahnung. Ja, tolle Sache. Und wenn er dann sagt, wird überall bedrängt, wird natürlich Folgendes gezeigt, denn von ekelhaften Pro-Trump-Leuten, die den Trump demokratisch und voll in Ordnung gewählt haben, wird natürlich die Demokratie bedrängt. Das ist richtig, das ist wichtig. Wunderschön hier Text und Bild aufeinander abgeschnitten. Tolle Sache. Übrigens kannst du dich schon mal damit abfinden, lieber Farin Urlaub. Ich gehe sehr stark davon aus, dass Trump 2024 die Wahl ebenfalls gewinnen wird. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, egal was dort auch versucht wird, dass beide nochmal eine Wahl gewinnen wird. Das ist, da kommt natürlich direkt danach auch nochmal ein Bild von Trump selber, ne? Wunderschön hier, es fliegen Dollarzeichen von der Decke, was natürlich zeigen soll, dass Trump ein absolut ekelhafter Kapitalist ist. Hier nochmal ein kleiner zusätzlicher Diss gegen den Kapitalismus, ne? Wunderschön mit reingebracht, ne? Viel, viel lieben Dank an die Ärzte, das habt ihr gut gemacht. Ja, dann wird weiter gelabert von wegen, sie ist das Beste, was wir haben, aber längst noch nicht perfekt. Nein, weit davon entfernt. Ja, und wie ihr sehen könnt, er ist weiterhin der tolle Politiker. Also wir alle wissen, Farin Urlaub ist hier der Allerbeste von allen und von ihm können wir noch was lernen. Ne? Wunderschön. Ja, sehen wir hier, ich habe es jetzt nicht auf dem Screenshot so gut abbilden können, aber in der nächsten Einstellung ist die Freiheitsstatue zu sehen und dann ist die Freiheitsstatue natürlich auch beweglich und geht vom eigenen Sockel runter. Das sieht man hier ungefähr, wie sie dann hier einmal die Stufen runtergeht. Ui, 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 das ist ja sehr interessant. Es wird dann gesagt, sie verlangt viel Arbeit, ist ein ewiges Projekt. Tolle Sache, ne? Super. Ja, und ganz wichtig als nächstes: Junge, hast du nichts gelernt? Oh, mit dem hier, ne, so ein kleiner Hinweis auf das tolle Lied von denen, ne, Junge. Tolle Sache, ja. Super, kleiner Spaß nebenbei, ne, so ein kleiner Witz nebenbei. Gut gemacht, ne, hab auch ein bisschen gelacht, muss ich sagen, ne, toll. Als nächstes wird es gesagt, und du weißt hoffentlich, es geht nicht ohne dich. Ui, ja, und was ist natürlich wichtig, wenn sowas gesungen wird? Natürlich kommt die Freiheitsstatue hin zu Farin Urlaub, denn der Kollege, der dort auf der Bank sitzt, da unten rechts, das ist Farin Urlaub. Und natürlich braucht die Freiheitsstatue Farin Urlaub, ist ja ganz klar, ne? Gar nicht eingebildet und gar nicht selbstverliebt, nein, aber gut, ne? Sagen wie es ist, ne? Farin Urlaub ist natürlich der beste Mensch, den es gibt. Ja, und dann zum Abschluss der ersten Strophe, du bist erforderlich, und währenddessen sieht man dann ganz viele Menschen Party machen. Das soll natürlich alle zeigen, dass jeder Mensch hier wichtig ist. Natürlich ist Fokus ein Rollifahrer. Gut gemacht, ne? Sehr inklusiv, da fühle ich mich auch nicht ausgeschlossen, so als jemand, der selbst im Rollstuhl sitzt. Denn ich sitze ja gerade im Bürostuhl und ihr wisst ja, ein Bürostuhl hat Rollen. Ja, ich weiß schon, ne? Tolle Sache, super. Ja, dann gibt's da halt so ein bisschen Gitarrenscheiße, so ein bisschen Gitarrenkrach. Unter anderem zeigen sie dann auch mal ihren größten Erfolg der heutigen Zeit, dass sie selbst bei der Tagesschau dabei waren. Denn als Punkrock-Band und gegen das System ist es sehr löblich, dass man beim Staatssender Tagesschau, beziehungsweise beim Staatssender ARD in der Tagesschau dann hockt und Punkrock spielt, ne? Gegen das System. Tolle Sache. Oder war das Tagesthemen? Ist ja egal, ob es Tagesthemen oder Tagesschau ist. Ist ja der gleiche Bums. Ja, dann ein bisschen rumgeschreddert da noch auf der Gitarre. Und dann kommt der nächste Text. Immer nur zu meckern auf das blöde Scheißsystem. Und natürlich wird dann jemand eingeblendet, der einen Aluhut hat und so eine richtig geile Reichsflagge, ne, mit so einem wunderschönen eisernen Kreuz da noch in der Mitte. Ja, das ist dann für ihn oder für die Ärzte ist das dann der durchschnittliche rechte Bürger. Ne? Ist ja klar, sehe ich ja genauso. Ich meine, wie viele von euch sitzen jetzt gerade nicht mit einer Reichsflagge da und wie viele von euch haben keinen Aluhut auf? Ne? Gut gemacht, ne?
Ja, dann als nächstes, das ist so schön bequem, wird dann gelabert und in Klammern dahinter irgendwie Dealo, aber ich verstehe da irgendwie Denk mal nach, keine Ahnung, irgendwelche Adlibs quasi noch dazu, ich glaube, so heißen die. Ja, da wird gesagt, du bist nicht Teil der Lösung, du bist selber das Problem. Ja, also wir sind natürlich das Problem hier, ne? Die bösen rechten Menschen, ist ja klar. Hier noch QAnon wird noch dazu eingeblendet hier im Fernsehen, tolle Sache. Und es wird weiter gesagt, und feige außerdem. Ja, das ist richtig, das ist wichtig, ja. Denn die Mutigen sind natürlich die Ärzte, die sich in den Staatssender reinsetzen und mutig mit der Politik, mit allen Staatssendern und mit allen anderen richtig tollen, halbbezahlten Demonstranten dann hier gegen rechts schwadrullieren. Das ist eine tolle Sache. Also super, ne? Die Mutigen sind natürlich dann ihr und wir sind dann die Blöden und Feigen, ne? Denn dass wir die ganze Zeit gegen den Mainstream arbeiten müssen und dass wir uns hier ständig verteidigen müssen mit guten Argumenten und so weiter und so fort. Das ist sehr feige, muss ich sagen. Das ist wirklich sehr feige. Ne? Tolle Sache. Ja, dann wird weiter gelabert von wegen, sei nicht so unsportlich. Es geht nicht ohne dich. Ja, oder sieht man dann, warum auch immer, irgendeine muskulöse Frau mit einem Amerika-Bikini auf der Bühne. Wahrscheinlich ist das auch so eine Referenz zu irgendeinem Lied vorher, wie hieß das noch von denen irgendwie, keine Ahnung, aber es gibt auch so ein Lied von denen, wo da so eine Frau auf der Bühne steht da und Bodybuilderin ist. Irgendeiner von euch wird sicherlich das Lied kennen, komm grad nicht drauf. Ja, toll. Ja, und dann wird weiter gesagt, so funktioniert das nicht, es geht nicht ohne dich. Manchmal, genau, manchmal haben Frauen, genau, so heißt das tolle Lied. Ja, so funktioniert das nicht, es geht nicht ohne dich, bla bla bla. Ja, da wird da, glaube ich, doch immer so ein bisschen rumgeschreddert da auf der Gitarre. Und dann wird weitergelabert, Demokratie ist kein Fußballspiel. toll, ne? Super, ja, kein Tippkick-Spiel, ne? Super, ne? Toll gemacht. Bei dem du nur Zuschauer bist. Ihre Feinde machen überall mobil. Ihre Feinde machen überall mobil und dann wird das hier eingeblendet. Panzer und wahrscheinlich sind das so Luftabwehrgeschosse. Ich habe keine Ahnung, wie die Dinger heißen. Ich kenne mich damit nicht aus. Aus Nordkorea, liebe Freunde. Denn wir alle wissen, Deutschland und Nordkorea sind wirklich so. Ne? Sie sind Hand in Hand gehen die. Und die Verhältnisse hier in Deutschland aufgrund der bösen Rechten ist natürlich sehr nah an Nordkorea. Ja, von daher sehr gut gemacht. Ja, ich bin natürlich überzeugt. Ja, jetzt wähle ich sehr wahrscheinlich die Linken. Ne? Weiß ich auch nicht. Ne? Ja, da wird weiter gesagt, ich hoffe, dass du nicht vergisst. Währenddessen wird dann Russland und Nordkorea eingeblendet hier als KI-Bildchen. Ja, denn ein kleiner Seitenhieb gegenüber Putin muss natürlich auch sein, denn wir wissen, ne, die größte Gefahr für Deutschland ist aktuell natürlich Putin, ne, das ist ja klar. Und wir sind natürlich auch alles kleine Putin-Trolls, ne, logisch, tolle Sache. Und da wird gesagt, Freiheit ist keine App aus dem World Wide Web. Toll. Auch sehr gut hier, sehr metaphorisch, tolle Sache, super. Ja, und dann wird nochmal so ein bisschen rumgeschrätzelt da mit der Gitarre und so weiter. Währenddessen sieht man hier wahrscheinlich aus Kameraperspektive hier so ein Kamerabild, ne, dass dann die Leute hier beobachtet werden. Sieht auf jeden Fall sehr stark nach China aus und danach sieht man auch dann China-Bilder. Da wird dann hier für Demokratie rumdemonstriert und so weiter. Tolle Sache. Ne? Denn wir sind natürlich auch sehr stark an China dran. Das ist super. Ja, dann wird weiter Text gehört und zwar, ja, du bist wesentlich. Es geht nicht ohne dich. Ja, und da sieht man hier auch
weiter. Ganz viele Protestleute, ne? Ganz wichtig, ja, auch gegen Klima und so weiter, Protest, ne? Planet over Profit, ne? Gegen den Kapitalismus und so weiter. Super. Ja, jetzt fängt's auch an. Jetzt sieht man eigentlich fast nur noch irgendwelche Demobilder. Als nächstes wird gesagt, nicht nur gelegentlich, es geht nicht ohne dich. Natürlich muss dann hier auch noch ein bisschen LGBTQ-Propaganda mit rein, ne? Mit zwei schwarzen Leuten, die Händchen halten. Oh, das ist wunderschön. Ja, ich habe mich schon gefragt, wann jetzt endlich eine Regenbogenflagge kommt. Leider hat das echt sehr lange gedauert. Also hier eine kleine Rüge an die Ärzte. Regenbogenflaggen bitte immer sehr viel und sehr oft und auch sehr, sehr frühzeitig in solchen Videos mit reinbauen. Ja, sonst fühlen sich die armen Menschen natürlich noch ausgeschlossen. Das darf ja nicht sein. Ja, 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 danach kommt dann hier auch der übliche Propagandascheiß, ne? No-Racism-Schilder werden dann noch hochgehalten und so weiter. Währenddessen läuft dann noch ein bisschen tolle Musik. Dann kommen noch mehr Demo gegen Rechtsbilder. Hier wunderschön noch ein Banner, ein LGBTQ-Banner. Demokratie verteidigen, Rechtsruck stoppen, Liebe statt Rassismus. Das ist ungefähr das Schlechteste, was ich jemals gesehen habe, aber naja. Ja, dann fängt es hier wieder an mit, zack, der Typ wird wieder als Politiker gezeigt, also Farin Urlaub, denn wir wissen alle, Farin Urlaub ist hochgradig brillant, ja, er ist mindestens ein Mitglied des Bundestages, wie man hier sieht, ne? Deutscher Bundestag, Farin Urlaub redet natürlich im Deutschen Bundestag, wenn nicht er, wer sonst? Ja, gleichzeitig weiterhin ein bisschen Rumgeklimper, ein bisschen Musik, das Ganze schwankt oder schwenkt nach draußen, Menschenrechte statt rechte Menschen, auch vor dem Bundestag, während der wunderschöne Farin Urlaub dann eine Rede hält, sind ganz viele Menschen, die gegen rechts protestieren. Tolle Sache. Ja, dann geht's wieder zurück zum Farin, dem Mitglied des Deutschen Bundestages, und die letzte Strophe fängt an. Und zwar mit: Und falls du dich jetzt fragst, wie man die Welt verbessern kann, wie wär's mit Wählen gehen? Oh ja, von den Punkrockern, die gegen das System schreddern, ja, das sind natürlich die, die dann zum Wählen aufrufen. Uiuiuiui, das ist ganz wichtig. Ja, und jetzt kommt die Aussage, die am meisten von den Medien dann zitiert wurde und wo die Medien gesagt haben, boah, ey, das ist richtig krass, ey, das wird die rechten Menschen richtig kaputt machen. Denn es kommt Folgendes mit diesem Bild. Dein Kreuz, da kommt dieses Bild. Gegen Hakenkreuze, damit fängt es an. Kurze Frage an den lieben Farid Bang und allen die anderen Ärzte und auch die Leute hier im Chat. Wie viele Hakenkreuze habt ihr so auf den Straßen schon gesehen? Wie viele Hakenkreuze seht ihr so im Bundestag? Wie viele Hakenkreuze liegen unter eurem Bett? Wie viele Hakenkreuze habt ihr in eurem Schrank versteckt? Ja, sehr, sehr viele, ne? Ja, aber natürlich ist damit ja sicherlich die AfD gemeint, denn wir alle wissen, dass die AfD ist natürlich unterwandert von ganz vielen Hakenkreuzen-Menschen, ist ja klar. Ne? Dankeschön an die Ärzte, dass sie das wieder mal hier rausgefiltert haben, sonst hätte ich das natürlich gar nicht gewusst. Und jetzt, Freunde, ist kein Scheiß, sie haben es wirklich gemacht. Es ist offensichtlich, welches Argument kommt natürlich, wenn man AfD hat, wenn man Hakenkreuze hat, wenn man Nazis hat. Der Text, dem Hass zu widerstehen, es ist kein Scheiß. Dann kam natürlich, Freunde, Bernd. Nie wieder ist jetzt hier Bernd Höcke mit einem Hitler-Bärtchen. Bernd, versteht ihr? Weil Bernd Adolf Höcke, versteht ihr? Hier Alternative fickt Deutschland, stoppt Nazis jetzt. Versteht ihr? Das ist sehr gut gemacht. Also Bernd, versteht ihr? Bernd Höcke, das ist so witzig. Ne? Also gut, dass ihr das Ganze hier auch nochmal rausgefiltert
geliefert habt. Also super, ne? Also bitte, das ist so witzig, Freunde. Das ist wirklich witzig jetzt. Also Bernd mit einem Hitlerbärtchen. Mit einem Hitlerbärtchen. Versteht ihr? Ja, dann zum Schluss noch. Und du weißt, hoffentlich, es geht nicht ohne dich. So funktioniert das nicht. Ja, währenddessen sieht man dann hier irgendwelche schwarzen kleinen Kinder, die irgend so einen Typen bemalen, warum auch immer. Kein Plan, was das aussagen soll, aber ja, viel Spaß beim Rummalen. Ja, und dann zum Schluss gibt es dann noch so ein bisschen Geklimper. Geklimper zum Outro quasi. Aber damit war es das noch nicht. Denn bei diesem Geklimper zum Outro sieht man hier noch einen Panzer, der auf einen Diktator schießt. Wahrscheinlich wird das auch Bernd Höcke sein, gehe ich von aus. Weil Bernd. Ja, also hier so ein Panzer schießt hier so einen Führer kaputt, der ist dann tot. Und dann sieht man auch zum Ende doch mal das UFO. Das UFO schießt dann hier noch mal so ein böses Hakenkreuz kaputt und das ist dann auch tot. Alles explodiert und die Nazis sind natürlich alle tot, weil die AfD ist ja Nazi und Hakenkreuz und Bernd, ihr wisst schon. Ja, und dann kommen bei diesem Abschluss Outro-Scheiß und das hier. Wählen zu gehen ist das höchste Privileg in einer Demokratie. Wenn du darauf verzichtest, wirst du bald vielleicht nicht mehr wählen können. Ja, es ist nochmal reingebracht worden, die Ärzte, die gegen das System Punkrock machen, rufen nochmals dazu auf, diesmal in schriftlicher Form. Bitte geht wählen, bitte geht gegen böse, böse rechte Menschen wählen, damit wir hier endlich mal die Demokratie beibelassen können. Denn warum sollte man auch demokratisch eine demokratische Partei demokratisch wählen können? Das wäre ja Demokratie. Also das wäre antidemokratisch. Ja, und zum Abschluss, liebe Freunde, gibt es natürlich noch ein bisschen Propaganda. Und das ist kein Scheiß. Das haben sie wirklich gemacht. Die letzten 5-6 Sekunden ist es kein Scheiß. Und nicht vergessen, Pride loves you. Irgend so ein komischer KI-Sänger sagt, Pride loves you. Und dann kommen nochmal ein paar Bilder von irgendwelchen LGBTQ-Gestalten. Unter anderem hier auch von solchen SM-Typen. Irgendwelche Leute, die sich da küssen und so weiter. Ja, und dann gibt es da nochmal so 5 Sekunden LGBTQ-Propaganda. Das ist kein Scheiß. Es ist das Stumpfeste, was ich jemals gesehen habe. Und das ist genau das, was auch immer alle Serien und alle Filme machen. Wenn diese Ideologie, wenn diese LGBTQ-Propaganda, wenn diese Woke-Ideologie irgendwie in irgendwelchen Medien reingebracht wird, das ist einfach so stumpf, wirklich. Das ist das Stumpfeste, was ich je gesehen habe. Es ist einfach, wirklich, es ist noch nicht mal eine Sekunde drüber nachgedacht, wie kann man das irgendwie klug verpacken, dass die Leute das nur 90% aufregt und nicht zu 100%. Nö, kein Bock. Einfach irgendwie reinschmeißen, ne? Irgendwie reinschmeißen, ohne drüber nachzudenken. Wunderschön. Hauptsache einfach irgendwie in die Fresse reindrücken. Super. Vielen lieben Dank, liebe Ärzte. Ich weiß nicht, was ihr aktuell habt. Wir können jetzt einfach mal, weil ich mir denke, ihr habt es euch verdient, mal live nachschauen, wie viele Aufrufe ihr jetzt mittlerweile habt, nachdem alle Medien über euch berichtet haben. Ihr habt ganze 185.000 Aufrufe nach etwas über einem Tag. Nachdem sehr, 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 sehr große Medien über euch berichtet haben. Medienhäuser, unter anderem der Spiegel, alle öffentlich-rechtlichen, ZDF und so weiter. Ihr kriegt so viel Werbung von den größten Medienhäusern hier in Deutschland. Und ihr habt unglaubliche 185.000 Aufrufe. Glückwunsch an euch. Hat sich ja wahrscheinlich gelohnt, sich dem Mainstream anzubiedern und sich anzupassen als richtig geile Antisystem-Punkrocker. Super. Vielen, vielen herzlichen Dank an euch und Glückwunsch natürlich für dieses tolle, tolle Video.